So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Einfach Minecraft. Mit dem guten Battle TV. Hallo. Ich. Ja, du. Hallo. Rallo. Ich bin back am Start. Back in the game, remember his name. Nö, nö. Gut, dann vergessen wir deinen Namen einfach. George, kannst du bitte aus dem Protokoll streichen? Das ist so mein Team. Ja, das ist mein Team, das aber nicht gezeigt werden darf. Hab ich auch hinter mir. Ja, natürlich, das hat jeder. Verstecken sich mal hinter meinen Rücken. Also, oder bei George, Gretel. Das ist so ein komischer Name, Gretel. Na gut, er hat keine Zunge, also schwer ihn zu verstehen. Was? Das war ein Witz. Okay, gut. Hä? Ich raff jetzt gerade gar nichts. Oh, meine Mutter kommt. Ich hoffe, die kommt nicht in mein Zimmer rein. Oh. Hast du gerade etwa ein paar... Nein. Sicher? Ich bin mal ganz kurz weg. Ich glaube, er hat gerade Beef. Ah, hi. Hi. Oh, Evil Chicken! Evil Chicken! Ich verprügel dich mit dort! Ich habe eine Hühnchenplage, scheiße! Dann mach mal ein bisschen Geld für KFC! Oh, also jetzt hast du mich auf eine Idee gebracht. Ich baue einen KFC-Laden. Ja, wahrscheinlich. muss man sich erst mal gönnen. Also ich komme vorbei. Ja. KFC teuer, aber lecker. War ich nur einmal. Wow. Und hat mir eine kleine Box geholt, wo drei Chicken drin waren. Ganz ehrlich, ich habe mir so einen Chicken Burger mal gegönnt. Danach saß ich 10 Stunden lang auf dem Klo. Oh, weißt du, wie scharf die Dinger sind? Ich habe mir die Chili-Teile geholt. Die brennen wirklich. Obwohl, ja. Ich halte nicht viel schärfer aus. Also. Ja, ich vertrag gar keine Schärfe, das kann nur leicht scharf angetickt sein, sofort. Wasser. Mal ehrlich, Chips, wenn da scharf draufsteht, ist es nicht scharf, aber ich finde es. Wow. Ja, ernsthaft, ich verbrenne mir da meine Fressluke. Ich kann... Es geht einfach nicht, kein Chili. Gar nicht. Oh, Hühnchen, Hühnchen! Töte dein Hühnchen. Jetzt habe ich sogar einen Fehler bekommen. Nice. Und XP. Komm, musst du gleich noch oben einfügen. Product Placement für KFC. Kentucky schreit, ficken! Ja, so kann man es auch sagen. Das ist irgendwie aus einer alten Serie. Wie stiftest du eigentlich dazu an, deine Videos zu gucken, außer mich? Ich gebe dir nur Hinweise. Gib mir deine 80 Euro und ich gucke lebenlang deine Videos. ich meine, hallo! Ja, hi! Ich gebe das Geld, dass du mit bist, einfach später, okay? Ich beweise auf dein Konto. Okay, pst. Ja, damit du dein Villa aus Gold haben kannst. Angebot geht nur für mich. Ich muss mal ein bisschen leiser reden. So, sonst hören die anderen das noch. Ja. Weil die alle Geld haben.
Nee, nee, da machst du schon umsonst, oder? Ich meine, ich bezweifle, dass ich so viel Geld kriegen werde, dass überhaupt jemand mal, also dass überhaupt so viele gucken, dass ich Geld kriege. Jetzt mal eine Frage zu deinen. Was hast du eigentlich vor, alles zu bauen und so? Hast du schon Pläne? Tja, ich habe viele Ideen und manche fallen mir auch erst ein, wenn man sie sagt. Okay, sag doch einfach jetzt mal ein Gebäude. Oder Deko oder was auch Okay, immer. das würde ziemlich asozial sein, wenn ich das frage. Okay, dann sage ich das Gebäude nicht. Scheiße. Mir ist was runtergefallen. Sagen wir einfach den schiefen Turm von Pisa. Schwierig und würde viel Zeit in Anspruch nehmen, aber möglich. Nee, nee. Noch besser, mach einfach einen. Warte, das hat es Kronk schon gemacht, oder? Locker. Ein Wolkenpalast? Ein. Oh, ich. Nein, jetzt habe ich den Namen davon vergessen. Oh, wie peinlich. Der Wolkenpalazzo oder die Wie Wikingerhütte? kann man das nur vergessen? Gar nicht von beiden. Es ist groß, rot-weiß und hat oben ein großes Licht drauf und steht immer am Meer. Wie kann ich das vergessen? Ein Leuchtturm. Oh, ich bin echt Ja, Leuchtturm begeistert. ist sehr möglich. Ich bin geistig zurückgeblieben. Kein Kommentar. Hab ich auch nicht. Schon lange nicht mehr bei dir. Weil du es einfach schon weißt. Ich hab auch gerade Dark Oak gefunden. Ist das Holzrassismus? Nein. FSK 18. Ja. Ich muss gerade an die eine Gong-Folge denken, wo er das Amazon Echo geholt hat. Das G-Log. Oh, das ist so geil. Ich möchte mir so einen Amazon Adapter holen. Siehst du schon wieder was, wofür ich Geld brauche, was ich nicht habe? Na, ganz ehrlich, die Dinger sind so teuer, ich spare das lieber für Spiele. Hey, 45 € für so einen Adapter. Ich habe ja eine eigene Anlage und da kann ich die anstöpseln. Obwohl, was bringt mir eigentlich so ein Ding? Du hast eigentlich meine Freundin. Oh, ich kann mein Single-Leben aufrechnen oder was? Okay, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja, und ich bleib Single. Warum sage ich das immer? Forever alone. Ja, du kriegst wenigstens so eine Digitalfreundin, ich bleib Single. Oh ja, Alexa? Ja, bei mir heißt es einfach Forever Alone. Muss aufpassen, dass Alexa nicht mit Siri fremd geht, Alter. Wäre schon ein krasses Ding. Na gut. Ich meine, jetzt sind ja gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt. Wirklich? Kam das durch? Ja, komm durch. Also wir können die jetzt heiraten. Nicht, dass ich mich interessieren würde, aber ich möchte gut dastehen. Oh Gott. Ja. Florian, einfach mal kurz die Fresse ein. Chicken. Siri, 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 Siri. Schön, dass da ist Sumpfland. Ich hab Angst, das sind sicher Hexen. Wings sieht der Pilz aus wie Sumpf. Oh Gott, ich muss bei Pilz jetzt auch an was Falsches denken, Mann! Hallo? Übertreib's langsam. Das, ganz ehrlich, unsere Generation ist einfach versaut. Ich bin so ein Arschloch, ernsthaft. Aber der hat verdient. Der hat richtig. Ich habe einen Semtex beim Camper auf dem Rücken draufgeworfen. Verdient. Ja.
Außer dass durch Skype mein ganzes Internet gerade gefickt wird, ist eigentlich alles gut. Und bei dir? Chicken, ich hasse Chicken. Das Gute ist, ich plane mit, ich beschaffe mir jetzt Essensvorräte. Weißt du, was mir gerade, was weißt du, was ich mir gerade durch den Kopf geht? Die Melodie von Adventure Time. Ich weiß nicht warum, aber ja, ganz ehrlich, das, ich glaube, es kommt gar nicht mehr. Nein, ich fange jetzt nicht an. Wer wäre eigentlich Finn, wer wäre Jake? Von uns beiden. Ich bin Finn. Nee, ich bin Jake. Ich glaube, wir werden beide einfach zwei faule, fett werdende Jakes. Ich bin nicht fett. Nee, das sind nur Muskeln. Ja, alles. Alles Muskeln. Sixpack. Sixpack ist da. Mann, ich hab dich echt vermisst. Dein Durchgeknalltes passt eigentlich gut zu meinem Durchgeknallten. Warum so still? Klar, ich bin nicht schwul. Ich auch nicht. Ich steh auf Titten. FSK 18. Ja, immer noch. Müssen wir aufpassen, dass sie deinen Kanal nicht sperren hier. Du musst ja kindergerecht sein. Jetzt kriegst du keine Werbung mehr auf das Video. Ja gut, keine Werbung mehr. Also Werbung finde ich eh störend. Das habe ich ja doch nie gesagt. Nein, bloß nicht. Ich sag nur Werbungblocker. Ja, echt mal. Immer schön brav die Werbung schauen. Ja, natürlich. Also die geben sich eigentlich sehr Mühe mit der Werbung, dass die einfach sagen, ja, die finden eigentlich raus, was sie mögen. Die einzigste Werbung, die ich mir immer angucke, ist vom Coke TV. Keine Ahnung, aber. Du nicht? Forever alone. Hm. Kills und drei Tode. Geil. Und mein Internetbalken ist auf rot. Ein Punkt bloß. Nein, ich bin kein Ping-Player. Ja. Gut, meine Axt ist auch schon. Ja, die sieht super aus. Die geht noch 2 Jahre. Fast kaputt. Was? Nur 2? Komm schon, die hält noch länger. Ja, stimmt. Die geht noch ein paar Jahre. So. Wir haben jetzt einen Ofen. Gleich den Bett stellen, dass das auch schön Feuer fängt. Yeah. Home sweet home. Warum ist bloß so warm? Scheiße, ich brenne! Also ziemlich heiß heute bin ich. Ich bin aber ziemlich heiß heute. An sich, es gibt so schlechte Anmachsprüche. Es geht. Darf ich dir kurz einen schlechten Anmachspruch sagen? Zum Beispiel dein Gesicht. Oh! Zum Beispiel dein Gesicht. Oh. Nein. Okay, irgendwie auch. Der gehört zu der Top 10, Alter. Der schlechteste. Ja, aber einer ist auch schlecht, wenn man fragt, bist du solo? Keine Ahnung, wäre ich von Imperium gejagt? Verstanden? Der hat mir mein Vater erzählt. Han Solo. Wow! Wow! Das ist wirklich grottenschlecht. Das ist ein Spruch für Nerds, Alter, aber richtig. Oh. Sag das mein Vater! Nerd.
Der zockt bestimmt auch WoW und League of Legends. WoW ist geil. Ah, wenn ich nur Geld dazu hätte. Siehst du schon wieder was, wofür ich Geld brauche? Fick dich, Obama. Das ist gar nicht hier, du. Das ist doch mal fetzig. 22 Kills und 4 Tote. Du könntest öfter sterben. Schnell den Vibrator vom Tisch nehmen. Alter, das war doch ein Fidget Spinner, ich hör dat. Ah, Nee, Hütchen! es war mein Controller. Also, ich habe schön Gamepad-Controller. Was normale Leute mit Deo tun, sich auffrischen. Was ich tue, die Edding-Schriften von meinem Schreibtisch wegwischen damit. Was ist bitte ein Deo? Es ist ein Wegmacher für Edding. Kleiner Lifehack an Ah, euch. also meine Eltern haben mir so ein scheiß Deo, also Deo-Roller gegeben, das weiß ich einfach, wie der gut ist. Oh, mein Akku ist fast alle. Ah, Ladekabel. Ich habe ein Ladekabel, was fast 3 Meter lang ist. Ich habe keine Ahnung, woher ich das hatte. Laut, ich meine Wo kann ich das geborgt, immer schön geborgt, frisch? geborgt. Ja, geborgt. Wir klauen doch nicht, Ich habe natürlich nein. mit. Ich habe die natürlich die Mitarbeiter bei nachgefragt. Ja, das war eine Gratisprobe. Krasselt um. Hühnchen. Und Blümchen. Hühnchen und Blümchen. Die Folge, so heißt Alles klar. Hühnchen und Blümchen. Und man sieht auch wirklich, dass du... Man sieht einfach, dass du viel Gronkh schaust. Deine Art. Was? Ja, ich bin dich gerade nicht mehr verstanden. Oh, hab schon rumgebackt. Ja, aber ich glaube, das lag wieder mein Internet. Du weißt, das hat ein Eigenleben. Ich weiß, mein Internet war gerade richtig. Was findest du eigentlich besser? PlayStation oder Xbox? PlayStation. Ich hatte nie. Aus eigener Erfahrung. Also, das kann ich nicht beurteilen, weil ich nichts von beiden habe. Glaub mir eins, PlayStation ist besser. Also, ich habe den Hühnchen gerade voll den Sneak Kill gemacht. Warte. Das nächste. Oh, Außer man Scheiße, das hat. habe ich gesehen. Außer man hat Geld. Dann ist eine Xbox natürlich besser. Weil ich sehe es nicht ein. Für Online-Spielen Geld bezahlen. Das sehe ich nicht ein. Ja, also ich persönlich muss auch für Spiele zum Beispiel Steam Geld zahlen. Ich bezahle nur für Online-Spiele was. Für Offline-Spiele bezahle ich natürlich Geld. Ja, Steam hat auch ja Online-Spiele. Starbound. Wenn man Spiele braucht, die man offline nur spielen kann, frag mich Bescheid. Du kriegst sie von mir kostenlos. Was für Spiele hast du da? War das machen wir nach der Folge. Nach der Folge. Alle, die offline gehen, aber nur offline halt. Kurz mal wegen Zeit geguckt. Ja, zum Beispiel sowas wie, was weiß ich, Deponia. Deponia. ja, Deponia ist ja aus Singleplayer, Offline, old good. Aber was meinst du, Und soll ich mein Geld noch für ich muss dann geborene noch jemanden Doomsday anrufen? verschwenden? Nein. Nee.
Weißt du, das ist ein voll abgefucktes Spiel, das ist ein neuer Teil der Trilogie. Und Weißt du, ja. was ich mal machen kann? Ich geb dir mal den Kontakt. Dann kannst du den mal vielleicht nachfragen. Vielleicht macht das ja, dass er dir ein paar Spiele runterladen kann, die du brauchst. Sind dann gecrackt oder? Ich weiß nicht, wie er das macht, aber ich hab's halt immer parat. Ich hatte Gut. Spiele im Wert von alle zusammen mindestens so 200 € drauf. Ach du Weil Scheiße. ich bin mir zu faul, Spiele zu kaufen. Ich bin zu faul, mir Spiele zu kaufen. Alter, Ach, und dieser kaputte Laptop. Junge, du könntest doch auch mal zu Never was GameStop finden. gehen und dir mal neue Steam-Cards holen, mal ernsthaft. Ich habe eine, die liegt im Schrank, aber ich muss immer noch warten, bis ich sie einsetzen kann. Totaler Schrott, ey. Gut, also Ich will mir wenn du nämlich sie nicht CSGO. brauchst. Ey. Denk nicht mal dran. Dann lass lieber ein Auge beim Schlafen offen. Ich hab's nur versteckt, wirst du eh nicht finden. Wofür eine Weil ich Axt nicht hab's. alles gut sein kann. Ich werde mir nämlich CSGO kaufen. Und warum ich die versteckt habe, ist, ich habe einen Bruder. Er hat auch CSGO. Und die 20 € Steam würde er in CSGO investieren. In Cases und Schlüssel. Alter, wie kann man nur Geld für Spiele ausgeben? So wirklich massenhaft Geld. Ja, also es gibt so viele geile Spiele, zum Beispiel, ich sag jetzt mal Starbound bei, ich feier das ein bisschen. Zum Beispiel gibt es jetzt das neue Update, dass man mit einem Roboter-Mech-Anzug einfach rumlaufen kann und alles platt machen kann. Ah, also DLCs meinst du jetzt, oder? Kein DLC, das gehört zum Spiel. Oh. Ganz ehrlich, wenn dich das mal interessiert, ich hab's, da können wir mal zusammen zocken, das geht ja. Dann. Dann. Dann ist, wenn du ein PC hast. Ja, schon. Wenn überhaupt. Also, natürlich bekomme ich den, aber wann kann ich nicht versprechen. Also, da kann ich auch keine Zeitangaben geben. Ganz ehrlich, Starbound, das habe ich schon so lange. Ach. Und dazu kann man natürlich auch nur Mods machen, wie, was weiß ich, Spacebars, obwohl die gibt es jetzt auch so im Spiel. Es gibt viele Versionen davon, also der aktuellste wird immer gespielt. Und ich kenne den Wiki dafür, keine Sorge. Du darfst auch wieder was Brauche sagen. ich nicht deine Hilfe. Gut. Ich brauche deine Hilfe dazu nicht. Okay. Ich hab grad. Weißt du, ich hab Bitte grad voll Bock schweigen. auf Pfirsicheistee. Du kriegst meinen Pfirsicheistee nicht. Flo, ich zeige dir kurz mal was. Guck in die Cam, guck in die Cam. Arschloch, du hast auch einen. Ja, aber fast alle, aber ich habe noch eine Flasche, zum Glück. Warte, ich geh's Ich kurz habe jetzt ein. in 2 Tagen, ich habe jetzt in 2 Tagen 4 ganze Flaschen ausgetrunken. Also das ist jetzt meine vierte, die ist auch schon wieder halb Das leer. ist meine erste und die habe ich mir 2 Tage lang eingeteilt jetzt. Wie schaffst du das? Willenskraft. Eistee kann ich nicht Ich trinke das weg. Puppensüß und die wird viel Zucker drin, aber schmeckt. Ganz ehrlich, ich liebe Pfirsich-Eistee. Das ist jetzt Tradition. Wir sind im Team. Gut, dass wir uns kennen. Ja. Ich nehme auch mal einen Schluck. Aber den besten Eistee gibt's bei Lidl. Sonst schmecken die überall scheiße. Ich habe hier nämlich originalen Lidl-Eistee, den wir stehen. Keine Warte mal. Product Placement. Also es gibt ja auch Lipton, alles. Ich hab den Kaufland-Eistee. Der ist eigentlich gut, muss man sagen. Vor Kaufland, wann gehe ich denn mal zu Kaufland? Oh, mal überlegen. Also ich Gar denke, nicht. der Kaufland-Eistee ist aber auch der Lidl-Eistee. Ah, nein. Gar Die nicht. verkaufen ihn aber auch. Auch von der Flaschenform ist das anders. Das ist so wie eine Coca-Cola-Flasche. Nein, nicht wie eine Coca-Cola-Flasche. Du kennst doch Lidl-Flaschen ganz normal mit komischen Hals. Ja. Also echt. Egal, ich baue weiter mein Haus, schon mal das Dach. Dachdecker.
Wüsste ich jetzt auch nicht mal weiter stören hier. Danach müssen wir eigentlich mal in eine, also muss ich mal eine Höhle und Fackeln holen. Also Kohle für Eine Höhle, Fackeln. eine Höhle musst du holen. Ja. Au. Gut durchgeschlafen. Voll übertrieben. Ziemlich scheiße. Oh, ich habe ja noch zwei Türen. Warte, schon mal Türen einbauen. Man kann auch übers Dach einsteigen. Mach das. Ja, man kann auch schön übers Dach einsteigen. Wenn man es kann. Warum nicht? Oh, ein Schäfchen. Mit den Schielaugen. Es muss getötet werden. Gut, es hat schwarze Pupillen und weiße Iris und frisst Gras. Ist Drogendealer! Jetzt haben wir Wolle. Du buggst bei mir gerade richtig hardcore. Das ist Übertragung. Oh, jetzt halt geht's wieder. Ich hab ein Standbild. Ich hüpfe Oh, gerade jetzt geht's nur. weiter. Schau dir einfach die Folge an, das ist da besser. Ja, stimmt auch wieder. Und dann höre ich mich, meine Stimme. Kotze. Holz. Ich um mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Ich hasse das Lied immer noch. Ja. Also ich find's eigentlich lustig. Es gibt sogar eine Weihnachtsversion davon. Nicht dein Ernst. Doch. So was wie Weihnachtsmann Au. aus Holz. Wie kommt man nur darauf? Ah, ich sag jetzt mal nichts dazu. Oder Holz zum Weihnachtsessen mit schönen Gänsestück, also Bratenstück. Alles klar. Ja, also das Holz, warum das kein Stück kriegt, Stücke Fleisch. Ganz ehrlich, da wollte ich mir einfach nur Facepalm geben. Auf jetzt. So 5 Stück hintereinander wären passend, oder? Ja. Ich hatte klassisch, also so Klassiker, einfach mal Cornflakes zum Frühstück. Die schmeckten einfach nur nach Getreide. So, Holzabbau. Sehr spannend, wie man sieht. Wow, gleich abonnieren. Ja. Nee, abonniert, wenn ihr einfach Bock habt. Wenn nicht, dann auch gut. Abonniert und ihr kriegt einen Brownie. Und von mir ein Oreo. Ich will aber einen Oreo-Kuchen und was jetzt? Ah. Ich hab normale Oreos, aber die schmecken auch so. Du hast Oreos? Ja, hier. Warum weiß ich nichts davon? Ja. Also, wo wohnst du nochmal? Preisge. Nee, sag ich jetzt nicht. Das sag ich danach. Weiß, wo du wohnst. Ja, gut. Ich weiß, wo du wohnst. Gut. Ich sei ja nicht dumm.
Oh Gott, das habe ich jetzt nicht gemacht. Brrra, ski, ski. Oh Gott, ich sollte aufhören. Frisch gewachsen. Scheiße, jetzt hab ich das Ohrwurm. Wir müssen eigentlich noch so viel reden. Lebst du noch? Nein, ich hab mich gerade erhangen. Oh, ja gut, ich komme auf deine Beerdigung. Cool. Gibt's Brownies? Umsonst? Ja, da kommen alle nur wegen den Brownies. Und dann, hä? Los, tot? Wenn alle nur wegen den Brownies kommen. Ja, dann, hä? Los, tot? Und fressen weiter Brownies. Flo ist tot? Ach, scheiß drauf. Brownies. Also, ich wäre mir nicht egal. Du weißt ja, was vor Ewigkeit mal war, Kannst gefühlt. du nicht mehr mitbekommen? Na, du weißt ja, was mal vor Ewigkeiten war, du weißt ja. Wo ich es dir gleich gesagt habe. Und du gefühlt 1000 Jahre gebraucht hast, bis die Nachricht ankam. Und gelesen hast. Ach ja. War aber einfach. Aber ganz. Warte, ich habe voll die brutale Hand. Du siehst ja nur meine Faust. Die muss blutig sein. Also ich. Spaß dabei. Würdest du Winnetou kennen? Also die Buchreihe Winnetou oder Filmreihe? Meinst du jetzt Winnie Pooh oder Winnie Two? Winnetou. Kenn ich gar nicht. Das ist ein Buch, was verfilmt wurde. Vor Jahren. Schön. Ich habe das Kenne Buch. ich nicht. Ja, da gibt es halt Ich habe um. schon Spaß beim Lesen. Ich kann es mal Ich möchte erzählen. mal. Ach ja, wie lange geht die Folge schon? Mal Ach ja, auch mal ein bisschen stimmt. auf die Uhr. Warte, ich baue noch diesen Baum ab. Hab gar nicht dran gedacht, also gar nicht. Spannung. Okay, mal sehen. Oh, schon 30 Minuten, also ja, ciao.